Immer mehr Reben leisten Widerstand. Es geht um Pilzwiderstand, kurz Piwi. Eine Piwi-Rebe kann von Natur aus krankmachenden Pilzen trotzen. Im trinationalen Projekt Vitifutur werden solche Reben kultiviert. Zusammen mit Forschenden aus der Schweiz und dem Elsass arbeitet der Freiburger Biologe Hans-Heinz Kassemeier an pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. An der Universität Freiburg wird ja im Rahmen der Biologie, im Rahmen auch der Botanik, Grundlagenforschung betrieben. Und es ist natürlich sehr wichtig, die grundlegenden Mechanismen, vor allem auch der Abwehr von Krankheitserregern bei der Pflanze zu untersuchen. Aber man möchte natürlich auch Kontakt haben mit Fragen aus der Praxis, mit Fragen aus der Anwendung. Und da ist natürlich das Weinbauinstitut der richtige Vermittler zwischen Grundlagenforschung und Praxis. Und man kann hier natürlich am praktischen Beispiel zeigen, hier laufen die Prozesse genauso ab wie im Labor. Und daher ist es ideal für die Studenten, hier mal Einblicke zu bekommen, für was eigentlich die Forschung auch da ist. Ein besonders gefährlicher Gegner im Weinbau ist die Peronospora. Das ist ein pilzähnlicher Organismus. Er kann Weinbergen in kürzester Zeit den Garaus machen. Wenn es feucht genug ist, dringen die Sporen der Peronospora in die Blätter der Reben ein. Erst gibt es weiße Rückstände, dann sterben die Blätter ab. Wir sehen hier auf der Blattoberfläche diese Verbräunungen, diese Nekrosen, das heißt, ein weiter Bereich dieser Blattfläche wird zerstört durch die Tätigkeit dieses Krankheitserregers. Das ist natürlich schon ein Verlust auch für das Blatt, wenn hier ein großer Teil dieser Fläche, die ja für die Zuckerbildung notwendig ist, abgestorben ist. Und hier bei dieser Traube haben wir Beerenbefall, das heißt, hier sind Beeren in einem sehr jungen Stadium befallen worden, diese Beeren trocknen ein. Und wir haben natürlich hier einen Ertragsverlust. Pilzwiderstandsfähige Reben werden durch künstliche Bestäubung gezüchtet. Man bringt pollenresistente amerikanischer Wildarten auf die Blüten europäischer Sorten auf. Mit dem Pinsel übertragen wir hier den Pollen der gewünschten Vaterpflanze drauf. Und dann wird der ganze Blütenstand umhüllt mit einer Tüte, sodass es nicht zur Fremdbefruchtung, zur nachträglichen Fremdbefruchtung kommt. Daraus entwickelt sich dann auch eine Beere. Und diese Beeren werden dann im Herbst geerntet und die Samen werden daraus entfernt, um aus den Samen eine neue Pflanze mit den eventuell gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Wenn man neue resistente Sorten erzeugt hat, werden die Abwehrmechanismen untersucht. Die Vergrößerung zeigt, wie Sporen der Peronospora durch Atemschlitze in den Blättern eindringen und die Reben um ihre Energievorräte bringen wollen. In dieser ersten Phase hat die Pflanze noch eine große Chance, wenn sie Resistenz besitzt, diesen Erreger abzuwehren. Man spricht hier vom programmierten Zelltod. Der Mechanismus des programmierten Zelltods sorgt dafür, dass einige wenige Zellen rund um den Eindringling absterben. Somit bekommt dieser keine Energie mehr und stirbt ebenfalls. Die Rebe ist an dieser Stelle gerettet. An anderen Stellen schafft es die Peronospora trotzdem. Es gibt nie eine vollständige Resistenz und das erwünschen wir uns auch gar nicht. Es reicht, wenn der Erreger so weit abgewehrt wird, dass keine größeren Schäden an der Pflanze entstehen. Das heißt eigentlich, dass der Ertrag und die Qualität gesichert sind. Die verbesserte Resistenz der Reben hat man sich lange Zeit mit weniger schmackhaften Weinen erkauft. Grund dafür ist, dass es sich bei den eingekreuzten resistenten Arten ja um Wildarten handelt. Erst in den letzten 50 Jahren hat man vom Geschmack her zufriedenstellende Sorten bekommen. Aber wir haben dennoch hier noch viel Züchtungsarbeit reinstecken müssen, um nun ebenbürtige Sorten zu haben, die eigentlich vom Geschmacksbild nicht mehr von den klassischen Sorten abweichen. Im Versuchskeller des Instituts werden die neuen Weine ausgiebig getestet. Natürlich sind es kleine Mengen, die am Anfang verkostet werden, weil wir ja diese neuen Kreuzungen, diese neuen Züchtungen erstmal in kleinen Parzellen aufpflanzen. Das heißt, es werden wenige Kilo am Anfang gewonnen. Das geht von 5 Liter bis 25 Liter. Und in diesen kleinen Gebinden wird der Wein verkostet von einem Panel aus Sensorikern, die dann entscheiden, ob der Wein unserem Geschmacksbild entspricht oder ob diese Sorte eigentlich für die Weinbereitung nicht geeignet ist. Was nicht schmeckt, wird also nicht weiter verfolgt und aussortiert. Piwi-Rebsorten werden nur dann für den Weinbau freigegeben, wenn man den Weinen nicht mehr anmerkt, dass ihre Reben dank des Vitifutur-Projekts gegen Pilzerkrankungen resistent sind.